Hallo Beauties und willkommen zu einem Video, wo wir ganz viel von NYX testen. Und zwar habe ich ja bei den Face Awards mich beworben. Leider bin ich da nicht eine Runde weitergekommen, aber ich habe auch an einem Gewinnspiel teilgenommen. Und da habe ich tatsächlich so einige NYX-Produkte gewonnen und ich hatte auch eine Menge zu Hause. Und ich würde sagen, wir probieren einfach mal richtig viel von NYX heute aus und dann könnt ihr gucken, ob die Marke was für euch ist oder nicht. Für dieses Video habe ich tatsächlich mehr Produkte, als ich jemals testen könnte in einem Video. Eins davon ist dieses Set hier und zwar ist das Ready Prep Go und hier sind ganz viele Sachen drin. Hier sind einmal ein Pore Filling Primer drin, dann Born to Glow Liquid Illuminator, dann ein Augenbrauengel, eine Eyeshadow Base, ein Setting Puder, dann ein Primer Spray und dann noch ein mattierendes Spray zum Finishen. Also eine ganze Menge, alles was man so braucht im Prinzip. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal die Primer aus. Als erstes gebe ich mir jetzt Born to Glow auf das ganze Gesicht auf. Das ist ein Liquid Illuminator und den gebe ich mir jetzt einfach mal auf meinen Handrücken auf. Der hat so eine sehr schöne rosa Farbe. Ich bin mal gespannt, wie das gleich auf dem Gesicht aussehen wird. Oh krass. Ich glaube, ich habe jetzt alles erwischt und mein erster Eindruck ist auf jeden Fall ganz positiv, denn das Produkt riecht nicht besonders stark. Also es hat einen Eigengeruch, aber es ist nicht parfümiert und es ist auch nicht besonders stark, der Geruch. Natürlich ist der Glanz jetzt sehr extrem, aber ich denke, wenn wir die Foundation nachher drüber machen, dann geht das schon. Aber es ist ein sehr schöner Farbton und ich bin mega gespannt, wie das nachher aussieht. Natürlich widmen wir uns auch noch einer zweiten Problemzone und zwar den Poren. Dafür benutze ich jetzt den Pore Filler und den gebe ich mir jetzt nur in den Regionen auf, wo ich halt größere Poren habe. Das ist bei mir hauptsächlich hier. Auch hier ist der erste Eindruck relativ überraschend, sehr positiv, denn auch dieses Produkt stinkt nicht oder sonst irgendwas. Die Konsistenz von dem Produkt ist recht flockig, was ein bisschen komisch ist. Aber ich sehe jetzt schon hier in der Nahaufnahme, beziehungsweise wenn ich mir das von nahem angucke, dass das Ganze die Poren deutlich minimiert hat, was auf jeden Fall super ist. Dafür gibt es schon mal einen Daumen nach oben. Ich trage mir jetzt mal off-camera die Foundation und den Concealer auf und dann sehen wir uns gleich. Als Foundation habe ich jetzt die Superstay von Maybelline benutzt und das hier ist eine sehr matte Foundation. Und durch diesen Illuminator, den wir benutzt haben, sieht die Foundation jetzt aber viel natürlicher aus als sonst. Die hat so einen ganz schönen Glow erhalten. Das Ganze sieht einfach mehr nach Haut aus, was ich super finde, denn diese sieht oft sehr cakey und so ein bisschen maskenhaft aus, dadurch, dass sie einfach so matt und deckend ist. Und der Illuminator hat es wirklich gebracht. Auch der Pore Filling Primer hat es wirklich gebracht. Hier in dieser Region sehe ich viel weniger Poren als sonst. Und diese zwei Produkte haben mich bisher echt begeistert. Unter den Augen habe ich als Concealer einen von Make-Up Revolution benutzt und zwar den neuen Conceal and Define und um das Ganze zu setten benutze ich jetzt aber einen Finishing Powder von NYX und zwar das HD Finishing Powder. Das ist ein transparentes Puder und damit werde ich mir jetzt bei hier unter den Augen den Concealer setten. Dafür gehe ich jetzt auch mit einem Pinsel von NYX in das Produkt. Und wir haben auf jeden Fall relativ viel Staub hier aufgewirbelt. Oh wow, das hinterlässt aber echt einen weißen Schlier. Also von dem Puder bin ich bisher nicht so begeistert, zumindest für unter die Augen. Denn das Ganze setzt sich irgendwie in meine Falten und es hat auch so einen weißen Schlier. Also wenn ihr etwas dunklere Haut habt als ich, ist das nicht so das Wahre für euch. Vielleicht funktioniert es ja für den Rest des Gesichts, aber bevor wir den Rest setten, müssen wir erst noch einen flüssigen Highlighter ausprobieren. Das ist der Liquid Highlighter, der ist aus der Away We Glow Serie und ich denke, der wird vielleicht ein Ticken zu dunkel für mich sein. Das ist einer von den Sachen, die ich halt gewonnen habe. Das ist AWG05 von der Farbe. Den gebe ich mir jetzt hier erstmal auf meinen Handrücken. Und dann gebe ich mir das Ganze mit meinem Beauty Blender auf meine hohen Stellen im Gesicht. Ja, der ist definitiv zu dunkel für mich. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte ich einen roten Strich im Gesicht. Aber es sieht sehr natürlich aus und ich denke, in einer anderen Farbe könnte der auf jeden Fall funktionieren. Der lässt sich auch sehr schön ausblenden, muss ich sagen. Das Einzige, was mich hier bei dem Produkt so ein bisschen stört, jetzt abgesehen von der Farbe, ist dieser Applikator. Der sieht aus wie bei so einem Liquid Lipstick und es kommt einfach nicht viel Produkt raus, wenn ihr hier in die Tube geht und das Ganze hier abstreift. Da kommt kaum was raus. Das heißt, es ist echt
Arbeit, an das Produkt zu kommen. Nachdem wir jetzt den Highlighter fertig aufgetragen haben, sette ich mir erstmal den Rest meines Gesichts noch. Und zwar nochmal mit dem HD Finishing Powder. Den Pinsel finde ich übrigens richtig gut, um das ganze Gesicht zu setten, denn der ist nicht so stark gebunden, der hat unterschiedlich lange Borsten und deswegen finde ich den perfekt, um das Gesicht zu setten. Jetzt weniger unter den Augen, aber das ganze Gesicht lässt sich damit echt gut setten. Ich muss sagen, das Puder gefällt mir unter den Augen ja nicht so, aber im Rest des Gesichts gefällt es mir richtig gut. Ich habe gerade eben mal von nah geguckt und es sieht wirklich schön aus. Es sieht wirklich makellos aus. Also man sieht fast gar nichts mehr von der Hautstruktur und das Puder ist auf jeden Fall echt gut. Benutzt es nur nicht unter den Augen. NYX ist ja recht bekannt für Contour-Produkte und hier habe ich so eine 3-in-1-Produktpalette und zwar in der Farbe Light. Auch die habe ich zugeschickt bekommen und ich muss sagen, Light... Ich weiß ja nicht, also das ist nicht so ein richtiger Highlighter für mich. Und auch das Bananapuder, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt so durchkommen würde. Aber wir probieren auf jeden Fall die Contourfarbe aus. Und ebenfalls von NYX habe ich dazu den passenden Pinsel. Den habe ich schon was länger und den finde ich richtig, richtig super. Das ist nämlich so ein ganz, ganz ja, stark, streng gebundener Pinsel, mit dem ihr sehr präzise arbeiten könnt. Ist allerdings was für Leute, die eine sehr starke Kontur mögen. So eingepackt. Ich gehe jetzt hier einfach mal rein mit dem Pinsel. Und es ist auf jeden Fall Produkt auf dem Pinsel. Ich bin echt gespannt. Oh, guckt euch das mal an. Also es ist echt krass pigmentiert. Ich bin gespannt, ob ich das gleich verblendet bekomme. Ich streife jetzt hier mal den Rest vom Produkt ab und gucke erstmal, ob ich das irgendwie bewegt bekomme. Also ich bin mir auch nicht so sicher mit der Farbe. Es geht schon eher in so einen Bronzer rein, finde ich. Und das Ganze lässt sich zwar verblenden, aber ich finde, es sieht irgendwie ein bisschen fleckig aus. Ich habe das Ganze jetzt mal auf mein ganzes Gesicht aufgetragen. Und ich muss sagen, das war ja die Seite, die ich eben gemacht habe. Und die sieht sehr fleckig und auch sehr intensiv aus. Aber beim zweiten Mal war ich vorsichtiger. Und hier finde ich das Ergebnis echt ganz gut. Und es hat sich auch wesentlich besser verblenden lassen. Also seid bitte vorsichtig mit dem Produkt, denn es ist extrem stark pigmentiert. Insgesamt würde ich es euch aber weiterempfehlen. Von der Base bin ich bisher mega beeindruckt. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass das so gut wird. Und vor allem auch, dass die Produkte nicht so stinken. Und bis auf diese kleine Kontursituation auf dieser Seite bin ich wirklich sehr zufrieden mit den Produkten. Wir machen jetzt weiter mit den Augen. Hierfür habe ich die Love You So Mochi Palette. Und für die unter euch, die das nicht kennen, das ist so eine Palette, da kann man so reindrücken und dann sollen die wieder zurückkommen. Ich habe das hier mal ein bisschen zu feste gemacht und es hat nicht so richtig funktioniert. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal die Swatches von dieser Palette. Die Swatches sind echt super, also das hätte ich auch nicht gedacht. Mit dem Finger lassen die sich super auftragen, die sind sehr intensiv und sehr schimmrig. Der einzige Nachteil bei dieser Palette ist halt, wie soll ich damit einen Look schminken? Es sind rein schimmernde Lidschatten. Deswegen habe ich noch eine zweite Lidschattenpalette zur Hilfe. Und zwar ist es die NYX Ultimate Palette. Die habe ich auch schon eine ganze Weile und ihr habt hier wirklich richtig bunte Farben, alles matte Farben. Und ich muss sagen, die Pigmentierung hier ist eher so auf der leichten Seite. Man kann die Sachen aber aufbauen und die lassen sich auch ganz gut ausblenden. Und ich würde sagen, die zwei hier in Kombination werden richtig gut zusammen aussehen. Als erstes preppe ich mein Lid, auch mit einem Lidschattenprimer von NYX. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass sie das haben, aber das war in diesem Set drin. Und zwar ist es der HD Studio Photogenic Eyeshadow Base. Der kommt mit so einem Concealer-Applikator. Der scheint fast farblos zu sein, also er hat so eine ganz leichte Tönung. Auch eher auf der hellen Seite. Die Base sette ich jetzt nochmal mit dem HD-Puder. Der Primer ist auf jeden Fall richtig klebrig und ich glaube, wenn ich den nicht setten würde, dann würde ich darauf überhaupt nichts mehr ausgeblendet bekommen. Es gibt da ja so zwei Lager, die einen sagen, man soll es setten, die anderen nicht. Ich bin halt eher jemand, der gerne die Base settet. Als erstes gehe ich in ein wunderschönes Gelb und zwar dieses Sonnengelb hier. An das gebe ich mir jetzt mal in meine Lidfalte. Oh wow, das ist besser pigmentiert, als ich es in Erinnerung hatte. Dafür, dass das hier jetzt so ein heller Ton ist, ist der echt knallig und er lässt sich auch gut verblenden. Wir machen jetzt weiter mit einem Orange. Und zwar nehme ich hier dieses. Und auch das gebe ich mir jetzt nochmal in die Crease. Da
Das finde ich jetzt tatsächlich weniger stark pigmentiert als das Gelb, was ein bisschen komisch ist, denn das ist eine dunklere Farbe. Um das Ganze jetzt noch einen Ticken mehr zu vertiefen, gehe ich jetzt nochmal in dieses dunkle Rot. Und das hat übrigens einen Schimmer, das sind doch nicht alles matte Töne. Teilweise sind die schimmrig, aber sehr leicht. Das ist jetzt wieder richtig gut pigmentiert. Dafür, dass das jetzt so ein knalliges Rot ist, hat sich das auch ganz gut ausblenden lassen und bisher bin ich echt positiv überrascht. Ich ziehe mir jetzt mal so eine kleine Cut Crease, dafür benutze ich wieder den Make-up Revolution Concealer und diesen kleinen runden Pinsel von Morphe. Der Concealer sitzt jetzt und den setze ich jetzt mit diesem Gelb in die Mitte von meinem Lid gebe ich mir jetzt dieses Gold und ich nehme sofort den Finger, denn ich glaube nicht, dass das gut mit dem Pinsel funktionieren wird, denn die sind wirklich super schimmrig. Also mit dem Finger aufgetragen fällt mir der Ton richtig gut, ist echt ein schöner Hingucker. Und für den inneren Augenwinkel probiere ich das Ganze jetzt einfach mal mit einem Pinsel und gehe wieder in dieses Gold. Okay, das lief besser als erwartet. Viel intensiver, als ich gedacht hätte. Also es ist wirklich so ein richtiger Pop für das Inner Corner Highlight. Für den unteren Wimpernkranz gehe ich jetzt nochmal in dieses Orange. Das Augen-Make-up ist jetzt soweit fertig. Ich mache mir mal gerade das andere Auge und natürlich Wimpern und Lidstrich und dann sehen wir uns gleich. Das Augen-Make-up ist jetzt komplett fertig und der fertige Look gefällt mir richtig gut. Es ist so ein richtig auffälliges, knalliges Frühlings-Sommer-Feeling, was davon ausgeht. Und ich würde euch auf jeden Fall beide Paletten empfehlen. Allerdings ist es bei dieser hier so, dass man damit keinen eigenständigen Look schminken kann. Beziehungsweise ist es sehr schwierig, weil das halt alles nur schimmernde Töne sind. Und bei der ist es halt ein bisschen einfacher. Beide Paletten sind halt nicht so besonders alltagstauglich, beziehungsweise für mich sind sie alltagstauglich, denn ich gehe auch so vor die Tür und mir ist das vollkommen wurscht, ob das bunt ist und ob die Leute gucken. Aber für die meisten, denke ich, ist das doch sehr knallig beides. Last but not least kommen wir jetzt noch zu den Lippen und da habe ich drei Lippenprodukte zur Auswahl. Und zwar ist das einmal die Soft Matte Lip Cream, dann die Lip Lingerie Liquid Lipsticks und dann ganz neu Strictly Vinyl. Das ist so ein Lipgloss, der ganz neu rausgekommen ist. Und ich muss sagen, ich bin kein Fan von diesen Lip Creams. Bei mir sind die immer super fleckig und wenn ich die aufbaue, dann bröckeln die von meinen Lippen. Das ist echt nicht mein Ding. Die Lip Lingerie Produkte finde ich richtig gut, sind richtig schöne Nude-Töne, halten auch sehr gut und finde ich toll. Aber ich möchte heute das ganz neue Lipgloss ausprobieren. Und die Farbe ist ja schon schön, ich bin gespannt, ob das passt. Die Farbe finde ich wirklich den Oberkracher. Ich weiß nicht, ob es unbedingt mit dem Augen-Make-up kombinieren würde, aber die Farbe ist richtig toll. Das ist übrigens 03. Und ich würde sagen, die Konsistenz von diesem Lipgloss ist so eine Mischung aus Liquid Lipstick und Lipgloss. Ihr habt die Deckkraft von einem Liquid Lipstick und dann halt das Glänzende von einem Lipgloss. Und ich finde das wirklich richtig toll. Natürlich ist das nichts, wo ihr irgendwie jemanden mit küssen könnt oder sonst irgendwas. Aber das ist wirklich ein tolles Finish. Ich finde, es sieht super aus. Das waren nun alle Produkte, die ich euch vorstellen wollte und ich muss sagen, ich bin so positiv überrascht von NYX Cosmetics. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das Ganze so schön wird. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!